Kuba, Pan. Um ein bisschen die Vielfalt zu bewahren, werde ich jetzt mal nicht mein Standard-Team, zwar verliere ich dann, aber ich werde mal andere wählen. Den hier. Und hier den Mark West. Oder Frank West. Gut. Meine Winrate ist gerade mal 33,3%. Super. Sein ist fast 60, aber ich bin ja besser geworden. Ich hatte am Anfang so oft verloren. So, da geht das schon hin. Hier vor allem im Online-Modus ist es wichtig zu blocken und zu verteidigen. Man glaubt gar nicht, was das ausmacht. Ich bin kein Fan vom Blocken, aber hier ist es unmöglich ohne zu gewinnen. Hier Frank West. Komm, lass mich in Ruhe. Ich blocke doch schon. Jetzt geht er ab. Ich muss jetzt blocken. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus. Ja, hättest du wohl nicht gedacht, ne? So. Der bedrängt mich doch schon ganz schön ordentlich. Ich muss unbedingt auswechseln, weil sonst mein Charakter gestorben wäre. So, ich bin doch wieder aus der Übung, aber vielleicht besiege ich ihn ja trotzdem noch. Noch ist nichts verloren. Irgendwo noch eine Spezialattacke, wo man dann was aus dem Boden wachsen lassen kann mit der. Finde ich jetzt aber auch nicht, wenn mein Charakter ist gestorben. Klarer Nachteil. Ich glaube, das Game geht an ihn. Mache ich aber noch einen kleinen Smash. Das war ein Home Run. Nein, ich gehe hier down. Ja, gut. Ich habe schon 188 Punkte, was eigentlich vollkommen unmöglich ist, da man immer 50 plus bekommt und kein Minus, wenn man so tief ist, wie ich. Deswegen ein Bug. Ich hatte mal 500, jetzt habe ich 188. Zu lange gewartet, jetzt ist er mir entflohen. Aber nochmal. Gegner. Fukuse. Jetzt könnte natürlich jeder denken, ich wäre ein Hacker, weil ich so eine komische Punktzahl habe, aber das ist ein Bug vom Server gewesen. Keine Ahnung, weshalb ich hier 188 Punkte auf einmal hatte. Also keine 188, sondern ich habe einfach mit irgendwie 88 angefangen, nachdem ich mal 500 hatte. Aber ich will mich darüber jetzt nicht aufregen, da die Punktzahl im Endeffekt egal ist. Hier Alex. Oder warte. Oh nein! Ich wollte zurück. Ich wollte mein Standard-Team nehmen. So gewinne ich nicht. Aber was soll's. Jetzt sieht man ganz schön die Hauptcharakter von diesem Tatsunoko-Unternehmen. Die da links sind, die sind einfach nur potthässlich. Ich weiß nicht, warum sie diese Charakter reinbringen. Vor allem deren Kampfstil ist auch so hässlich.
Jetzt geht's hier ab hier. Hat gar keine Chance mehr. Ja, weiß gar nicht, wie es ihm geschieht. Oder ist der AFK? Ich glaube, der ist gar nicht da. Ist mir egal, ich mach's alle. Auch AFK-Leute werden alle gemacht. Wenn hier jemand AFK ist, dann ich zeig jetzt noch einen schönen Combo. So. Kann auch nichts dafür. Der ging schnell vorbei und der bringt mir 50 Punkte und damit erhöht sich mein Rang. Er verliert 5 Punkte. Ich möchte nicht mehr gegen den spielen, weil er AFK gegangen ist. Ein Neueinsteiger oder zumindest einer vom Ranking, der jetzt neu einsteigt. Aber von sowas darf man sich nicht irritieren lassen. Ich nehme jetzt trotzdem mein Standard-Team, um hier einfach mal was aufzuräumen. Und der nimmt, es gibt zwei Charakter, die als Einzelpersonen spielen, die einfach nur riesig sind. Und so einen hat jetzt mein Gegner genommen. Und der stampft mich schon mal weg. Der ist so unfair, der Typ. Wenn es richtig macht, kann man den auch besiegen. Boah. Der macht hier immer dasselbe. Ja, ich merke das schon. Und jetzt hier Stampfer. Nein, ich wollte auswechseln und jetzt ist mein Charakter gleich hin. Ja, kommt jetzt. Das könnte knapp werden. Das wird knapp. Und da bin ich platt. Und da ist mein anderer platt. Will ich nicht. Komme ich zum Fazit zu diesem Spiel. Wenn ihr ein Beat'em'up Kampfspiel auf der Wii sucht, dann ist das wirklich ein gelungenes Spiel. Meiner Meinung nach das Beste, was bisher auf der Wii erschienen ist. Und einen kleinen Haken hat es allerdings. Wenn ihr erwartet, dass ihr die Charakter wirklich kennt, dann vergesst es. Da sind so gut wie nur unbekannte Charakter dabei, vor allem die von Tatsunoko. Man muss sich mit denen erst auseinandersetzen, neu kennenlernen, aber das war eben bei Mario und Co. früher ganz zu Beginn ja auch so. Wenn man denen eine Chance gibt, dann kann das Spiel aber überzeugen, grafikmäßig und gameplaymäßig. Auch der Online-Modus ist super gelungen. Keine Lacks oder ganz, ganz selten. Wie man hier nochmal in dem schönen in der Demo hier sieht. Wirklich tolles Gameplay. Der Hintergrund, der bietet so viel. Immer neue Stages. Ich kann hier eine absolute Empfehlung aussprechen. Von meiner Seite.
Nur dieses All-Stars darf man nicht so wörtlich nehmen, aber sonst ist das Spiel absolut klasse. Leider untergegangen, aber leitet es euch aus, spielt es mal. Ist ja Geschiss, Madden.